It's a go! Mach an. Achso, ich muss ja anmachen. Mhm. Fest. Sag mal. So. Los. Jetzt. Bücher. Nice guy. Ah, ist gut, aber. Über Farming? Ein Farming nur noch. Ja, kann ich gar nicht aussuchen. Polizist, oder? Ja. Weg da! Weg da! Junge, ist er aufgeplatzt. Der hat sich richtig halbiert. Und den Arsch hier. Draußen müsste auch noch ein Geier rumfallen. Hier, willst du noch einen Geier abbauen? Ja, klar. Ja, ja. So. Ich zieh mir erstmal was aus dem Automaten. Ich hab mal so einen Beutebonus-Candy geholt. Ich mach mal die Truhen auf vom Endloot. Okay. Was war denn das hier? Schöne Bulle. Explodiert nicht mehr. Hier ist ein Tresor drin. Ein kleiner. Ja, warte, ich komme mal. Hier unten, ne? Ja. Oh, da komme ich nicht mehr dran. Nö, nee, ich komme auch dran. Wo kam er denn her? Ja, weiß ich nicht. Hä? War mal Tresor mal leer, war aber nicht viel drin. Kühlmaschenmod und kam wahrscheinlich von draußen, ne? Mhm. Ach ja, müssen wir hier wieder gucken, hat einer Dietrich hier mit? Nee, ne? Natürlich nicht. Ich nicht, ne. Ich glaube, wir haben fast keine gefunden bisher. Oh. Können wir mal welche bauen, auch. Schraubt. Ladet mal lieber eure Waffen nach. Ja, da geht gleich was los. Ich mach meine Fäuste auf. Aber beim letzten Mal hat es auch nicht hingehauen, da kam auch keiner. Oh. Da sind sie hier. Alter! Oh ja, da ist was los hier. Ah, siehste, geht doch. Ich brauch das Ding mal ab hier, das geht mir richtig auf den Sack. Alter Finne! Gut, dass die alle in der Reihe kamen. Ja. Ah, da vorne haben wir noch eins. Dann nimm den mal auseinander. Oh, ein 5er Holzknüppel. Yay! Ja. Hast du die Juckers hier abgebaut? Nee, ne? Nee, aber genug Juckers, okay. Kartoffeln und Mais brauchen wir jetzt noch. Mal die 40er raus. Der Rest regelt sich. Hier die Fässer immer alle leer machen, ne Kinder? Ja. Aber die können nicht überall sein. Auf einmal. Sagst du? Hier werden sogar die Bäume gefällt, also ich bitte dich. Da wird ja wohl alle die Fässer looten. So, ich mach das nächste Auto, Polizeiauto, ne? Warte mal. Oh Gott. Was sind sie? Was will er denn von mir? Geilerweise hat noch einer 762 Munition. Nein. Ich glaube, ein bisschen was habe ich gelootet. Oh. Ich habe natürlich eben alles wieder weggeschmissen. Und sich, bisschen, ja, warte. Jo. Let's see.
So, naja. Geschraubt hier. Ach. Was? Irgendwer muss ja Sprit kriegen hier. Das ist so. Oh, wir waren da. Da hinter der Mauer ist einer hochgegangen. Ja. So. Was ist denn jetzt hier eigentlich hier drin los? Waren wir jetzt? Wir waren noch nicht überall. Waren wir. Irgendwann kommst du aber auch von oben rein. Also. Heute waren wir noch nicht drin. Bücher. Ja, aufs Dach von der Seite, ne? Ja. Mit dem Müllcontainer. Hier ist auch eine Leiter. Ja, man kann hier viele Wege gehen, tatsächlich. Mhm. Ja. Hier kommen wir irgendwie nicht hoch. Scheiß Leiter, oder? Das wäre geschafft. Geschafft. Ich auch. Okay. Andere Seite wieder runter. Und auf der anderen Seite wieder runter. Ich komme hier nicht raus, ich bin zu fett. Was hat mich da gerade abgeschossen, ne? Ja, unten steht irgendein Spucker oder was? Ja, hier auf der Seite. Außerhalb der Mauer steht ein Polizist. Ah. Was ist hin? Hier geht's runter. Moment, erst mal schon trinken hier. Oh ja, hier wird noch mal ein bisschen was los sein, ne? Ja, ob der das Dach leer gemacht? Nein. Man nö. Raus. Ist der auch gut. Na gut, rein. Oh, hier ist nochmal ein Digi. Los. Das ist ein bisschen straffer. Hä? Am Boden! Da denkt ihr dran, dass ich diese Beutebonus-Geschichte habe? Naja, ich wollte nur erstmal aufklopfen. Okay. Dann musst du ja alle Spinde und den ganzen Tralala auch die Bücherstapel? Also musst du überhaupt alles machen? Nee, nur Endloot. Nur die dicken Sachen. Und die Kiste auf jeden Fall. Ist offen. Ja. Also ich kann nichts mehr aufheben. Hier ist ein Schalter. Wer ist mit einer Knarre unterwegs? Braucht einer die Sichtbereit plus 2 Mann drauf? Wie was? Warum also nicht? Quasi Zielfernrohr. Ja, nimm mal mit auf jeden Fall. Hab ich ja klar. Hier tue ich es auf jeden Fall. Dachte, du wolltest vielleicht gleich haben. Ich brauche einen Schalter drücken? Da ist Exit. Steht doch da. Exit. Kannst du machen, ne? Ja, hier steht zwar Exit, aber kommst du da? Also, ich wüsste nicht, wo man hier rauskommt. Oh, doch. Hier, die Tür ist jetzt auch auf. Ja. Ist die Tür? Oder ist nur kaputt gemacht? Ich glaub, da hat sich wer durchgeprügelt, so wie das aussieht. Oh, ja. Ja, gut. War ja easy. Hat sich überhaupt nicht gelohnt mit dem scheiß Beutebonus, da war nur Schrott drin. Trader Joe. Was tradest du uns? Pumpgun, der Fünfer. Das hört sich gut an. Pumpgun ist doch nice. Wenn wir jetzt eine bessere Händlerbelohnung auch mal kriegen, ich kriege immer nur Scheiße. Okay. So, Vierer Knarre, Vierer Magnum. Sechser Stahlbrustpanzer. Oh! Ich glaube, den muss ich mal nehmen. Ich würde auch sagen, ultra safe. Ein Sechser Stahl-Vorschlagkammer? Nee. Also macht ultra Schaden, aber der braucht eine Viertelstunde, bis er einmal zugeschlagen hat. Also durch Wände brechen, ne? Ausdauer dann auch dementsprechend. Könnte auch gehen. Sonst habe ich ja noch einen Unterhebelrepetierer.
Ja, da habe ich fünf. Das ist so ein billiges Scharfschützengewehr, ne? Da kannst du einen Scope drauf machen, ist glaube ich nur eine Einschusswaffe. Na gut. So. Durch Zeitschriften. Ja, bitte. Einmal noch Farming. Bitte, bitte. Ich habe auch ein Paket. Mal gucken, vielleicht ist da was Schönes drin. Wäre es besser, wenn ich die öffne, weil ich ja mehr da drin gelevelt habe? Ja, eigentlich schon. Okay. Ich weiß aber nicht, wann das ausgewürfelt wird. Wenn du das Ding kriegst oder wenn du es aufmachst. Ich werf dir mal eins hin hier hinter dich. Oben links in die Kiste. Achso, oben links in die Kiste. Nochmal. Bei mir hinterher. Also ich habe 70 Sprit reingetankt und bin jetzt wieder bei 38%. Also. Aber wir haben ja noch ein bisschen Sprit da. Also. Ja. Eine 6er Alteisenrüstung hätte ich hier noch im Angebot. Falls die anderen möchte. Ja, da wäre ich nicht abgeneigt. Ich habe eine 4er. Ja. Schmeiß ich vor mich hin. Sagst, wo stehst du da? Dankeschön. So, was brauchst du denn noch für die Baseballkeulen? Eisen ist ja, war ja noch ein bisschen hier. Nichts mehr, schon bei Waffen reingelegt. Oh, ach so. Links unten. Ah, meine. Okay, dann geh ich noch ein bisschen Holz holen. Ja, ich geh noch mal ein bisschen. Ich geh noch mal ein bisschen bauen. Und wo ich das noch mal sehe. Oh, ich hab Schreier. Da. Was ist denn? Da kommen sie ja, schon. Aber noch, ne? Ja, da hinten kommen sie schon. Mal meine Baseballkeule austesten. Da schreit schon wieder eine. Da ist die Schreierin weg. Den schönen Salto gemacht. Um Schloss Hogas zuschlägt. Hinten kommt noch der hier. Siehst du, kommt gleich die nächste Bande. Naja, sicher. Machst du schon. Ich kann irgendwelche anderen Sachen jetzt noch machen. Zum Reparieren und so. Also der Clownhammer. Kann ich inzwischen schon Stufe 5? Ja, einen weiter noch, dann nehme ich die Nagelpistole. Nagelpistole kann ich Stufe 1. Ja, die nehme ich. Die nimmst du, okay. Geschmiedeter Stahl, Motorwerkzeugteile. Tausendmal schneller aufzuwerten. Das ist schon ganz gut, wenn ich jetzt am Turm noch ein bisschen baue. Zement ist sogar schon durchgerauscht. Das wird ja verrückt. Alter, wir haben richtig viel. Sollen wir noch mal ein bisschen Dings machen. Aber wir haben kein Lehm, ne? Scheiße. Wir haben Lehm besorgen. Ich werde ein bisschen schaufeln gehen. Strukturelle Klammermod könnte ich bauen. Bringt er? Mehr Haltbarkeit, also glaube ich. Haltbarkeit, ja, dann gehen sie nicht so schnell kaputt. Würde ich auch nehmen. Ja. Kostet 5 geschmiedetes Eisen, 5 Kleber, 5 mechanische Teile und 10 Schraubenfedern. Ja, das ist ganz schön teuer. Aha. Aber ich habe auch die 6er Stahlspitzhacke. Besser wird's nicht. Das ist gut. Rein damit. Ja. Gut, gönnen wir uns mal ein. Eisen, Kleber, mechanische Teile, Schraubfeder. Wir leben, brauchst du denn erstmal, Heiko? Also 1000 reichen lang. Haben wir wahrscheinlich haben wir, locker schon. Schon. Ne? 14 sind hier noch in der Kiste. Ja, wir schmeißen hier hin. Ja, ich weiß nicht, ob du noch was für Beete brauchst. Gerade nicht, alles gut. Was ist denn? Steine. So? Ja. Jo, danke. Jo, sind ja über 1000 reicht. Achso, ein paar Blöcke da reinsetzen, dass keiner reinfährt, oder? Vielleicht einen Zaun drum. Ich baue einen Zaun drum. Ist okay. Ja, oder das. Ja, machen wir einen Zaun.
Da läuft gerade die Nagelpistole, nehme ich doch die nächste. Eine Nagelpistole läuft in der Werkbank, ja? Ah, die ist schon fertig. Müsste jetzt, ja. Die ist fertig, ja, ja. Das geht dann aber nur schneller, oder was das aufwerten? Oder ja, brauchst du weniger Stuff für, oder wie? Nee, geht tausendmal schneller. Ja. So, den Lammermod-Griff packe ich in die Modkiste. Was? Ups. Hast du jetzt noch eine gemacht, ne? Oder was? Ja, ja. Braucht ihr noch mehr irgendwas? Nee, die Lammermod meinte ich. Ach so, ja, beigemacht. Eine habe ich selber, meine Spitzhacke, weil ich eine Vierer. Was ist? Würde ich dann, wenn ich eine bessere finde, natürlich übernehmen. Ja, also, ein bisschen teuer. Ja, ich kann jetzt, wie gesagt, also die Teile sind da, der Kleber, am Kleber hapert es halt ein bisschen. Ja, eben. Wie kriegt man den Kleber gut ran? Ja, Wasser, ist das Problem. Und Knochen. Ja. Also Wasser? Ja. Ja, ja, immer Wasser. Aber ich habe jetzt 20 rausgenommen und Tee ist ja noch da. Und 20 laufen ja jetzt, 20 Kleber. Hier oben, ja, ich kann ja mal gucken, ob man der ist irgendwer leer gemacht eigentlich, ne? Oh, da sind auch schon wieder zwei. Ja. Da mal alles leer. Oh. Oh, da waren noch drei. Hat denn nicht einer leer gemacht hier oben? Ja, kurz weg. Verfickten. Ich sterbe gleich. Da unten diese verfickten Spikes rennen hier. Hm? Wie mache ich denn Nägel? In der Schmiede. Mit Lehm und also geschmolzenem Lehm und geschmolzenem Eisen. Noch einer diesen ergonomischen Griff? Was macht der? Vermindert den Nahkampf-Ausdauerverbrauch um 10% und erhöht die Waffenhandhabung von Bögen um 10%. Bei Nahkampf-Ausdauerverbrauch vermutlich auch bei allen möglichen anderen Nahkampfwaffen. Würde ich wohl nehmen. Für meine Keule? Noch nicht. Der Stahlspitzhacke auch? Achso, ja. So wenn du damit in den Nahkampf gehst, aber du wirst ja wohl nicht als Nahkampf. Naja, zum Abbauen, ne? Ja, nee, nur den Nahkampf. Weiß ich nicht. Ist das Blockschaden? Ja, eben. Das andere ist ja Blockschaden. Und Nahkampfschaden wird wohl was anderes sein, nehme ich mal an. Wir waren das hier. Wir hatten noch zwei Minen, ne? Ja. Egal, ich gehe jetzt einfach in die hier rein. Aber hier Eisen. Na, auch mal mit ein bisschen klopfen. Eisen brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Oh ja. Ja gut, schade. Gut, meine nicht. Spitzhacke mal ausprobieren. So. Das war schon mal ganz gut. Also was machen wir dann? Auftrag oder irgendwie nach der Wüste suchen? Oder? Wir müssen Auftrag machen. Ich schätze mal, wenn, beim nächsten Händler werden wir in die Wüste geführt, hoffe ich. Von der Händlermission. Wir haben eine Wüste geschickt. Wenn es überhaupt eine Wüste gibt. Wird wohl, möchte ich mal ganz stark vermuten. Aber im verbrannten Gebiet waren wir jetzt auch noch nicht so richtig. Wir sind noch einmal durchgefahren, das war's. Wollen wir hin zum Händler? Wie sieht's mit eurem Sprit aus, Leute? Habt ihr nachgetankt? Bisschen. Ich hab 80. Ja, ich bin voll. Also fast 90 habe ich. Ich hab, muss ich nochmal nachtanken, ich hab nur 35. Der ist eh noch nicht rein, oder? Nö. Der, hat noch der Wald ist ja gewachsen. Jo. Hat sich drin verlaufen jetzt. Kann auch irgendwas drin sitzen. Ah, hier ist das hingepflanzt. Okay. Oh, das dicht hier drin. Das ist gut. Das ist echt ganz schön. Du bist ja blind. Alter, für... Wir müssen alle noch größer werden. Dann 300 haben wir erst. Ich komme nicht mehr raus, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Immer geradeaus. Wie so ein Maisfeld. Eieiei. Maislabyrinth. Ja. Die scheiß Bude auf!
beschissen das aussieht mit deinem blauen Körbchen hinten und deinem Dings, kommst du da so total zusammengestaucht, sitzt auf deinem Minimotorrad. Und sehr lange geknallt. Was macht man denn überhaupt für Gesicht? Besser aus. Da habe ich nichts drauf liegen. Wo? Hä? Gesicht. Wieder so ein Tuch. Aha. Wie heißt denn das? Glaube ich auch nicht. Ich habe keine Brille. Ich habe auch. Wieso habe ich eigentlich keine Brille? Ja, ich habe eben erst meine erste Brille aufgezogen. Und zwar die, wo es extra EP gibt. Die Intelligenzbrille. Wer nimmt denn an? Oh. Ja, warum rennen wir überhaupt alle? Fertigkeitspunkte noch verteilt. Fallende Seiten 408. The Hyde Residence waren wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Aber Befallene würden wir ja ganz gerne, ne? Ja. Hyde Residence? Ja. Wo ist denn das? Da. 400 Meter die Straße runter. Müssen wahrscheinlich doch mal ein paar weiter weg Aufgaben nehmen, damit wir mal ein bisschen was von der Karte noch aufdecken. Vielleicht irgendwann doch mal. Ich hätte jetzt geilerweise 3 Aufgaben bei Nacht. Oh. Stromzufuhr wiederherstellen. Können wir auch mal machen. Tatsächlich Spaß haben wir eine gemacht. Geht eigentlich. Aber ja, ist natürlich recht wild dann, ne? Der Einkaufswagen steht hier noch. Ja, aufpassen. Kann ich sagen. Gefährliches Ding. Ich habe einen gelben weggemacht. Das ist vielleicht die hier vorne, ne? Ne, da waren wir noch nicht. Doch nur eine Dreier? Achso, Dreier befallen, ja. Okay. Ist ja eine Vierer. Ah. Habe ich mal Kleber gefunden hier in der Mülltonne. Sehr gut. Briefkasten war auch noch nicht leer. Ja, hier waren wir schon mal. Einmal. Stimmt. Genau. Durch die Garage rein, ne? Jo. Die Leiter hoch. Alter, sehr fett. Komm noch nicht hoch. Jetzt. Ah ja. Fast gleich wieder runtergesprungen runter. Gemoscht. Da drüben steht der. Ach da. Mit der Bombe machen. Willst du mich veräppeln? 20 Schaden, 25 Schaden gekriegt. Guck mal, wie sich jetzt keiner hier verläuft. Alles easy. Und das sind wir. Ich einfach. Okay, hier. Mit Armbrust brauche ich wahrscheinlich doch nicht losgehen. Wurde hier gerade sneaky mal den ersten erschießen, da stand schon 3 in dem Raum drin. Haben auf ihn eingeprügelt. Im Grunde genommen brauchen wir eigentlich nur den Hero Man reinzuschicken. Ja. Sie alle kurz und klein. Wart Munition. Das ist richtig. Und Geduld. Kommt seinen Gegnern gern etwas näher. Ah, hier hinten sitzen alle oben. Sogar nicht mal wenige. Hey.
Vorsicht, neben mir. Jo. Ein paar wurden ja weggeräumt. Bums. Mit den zwei Jungs da. Scheiß Schreck machen hier. Wischt. Halt, hinter dir. Wo kommt der denn her? Hier aus dem Schrank. Den Dings da weg? Die schönsten Heizkörper liegen lassen. Nee, ich hab sie eigentlich alle abgebaut. Nein, nein, ich hab auch abgebaut. Aber kann nicht sein. Eigentlich hat Eiko sie alle abgebaut. Na, ich hab gesehen, dass Walde sie abgebaut hat schon. Ach so. Dann brauch ich den nicht mehr. Du hast sie abgebaut. Ich hab eh nichts zu tun. Ich laufe ja nur hinterher und loote ein bisschen die Heizung. Jo. Das stimmt eigentlich, ne? Ja. Der packt hier rum. Ein bisschen Action will, muss man schon mal sich vordrängeln, sonst. Oh, nee. Und die Gebrüder Blattschuss das hier ganz alleine. Oh, wie entspannt das ist hier, läuft doch. Ja, viel zu entspannt. Moment, nehme ich auf jeden Fall immer noch mit. Boah. Alter. Das war knapp. Jo. Das ist drei. Ah ja. Ja. Ah, nochmal drei. Ja. Das dauert mehr. Los. Den Kong. Dem geht's nicht gut. Nee. Der Kopf ist auch ab, aber nur so halb. Ein Viertel. Hast du noch den Buff, Heiko? Nee, mach durch. Was war das? War nur so ein vorhergehender Buff? Ja, ja. Okay. Also Drops aus dem Automaten gezogen. Das ist cool. Ja, das war's dann auch schon wieder. Guter Gasgrill hier drauf. Mist. Natürlich nur Federn. Kann man bestimmt noch mal den Briefkasten angucken, oder? Ja. Jo, kann man. Nur Papier drin, verdammt Axt. Ah, wir können mal hier über die Baustelle kurz gehen. Ja, ich habe hier gerade Zement gesehen, deswegen. Ja, im Mülleimer waren noch zwei Zeitungen.
Kann man da unten rein oder lieber nicht? Ja. Klar kann man. Und nicht, dass man nicht wieder, rauskommt. Das kann passieren, so, aber ich glaube jetzt ging das locker weg. Genug Material, um sich was zu bauen. Erstmal sichern. Ja. Eine Tür ist auch schon da. Ah, da liegt sogar eine Tasche drin. Der 6er Stahlschaufel ran. Ja, ein dickes Loch hier hinten, eine Höhle. Pass auf. So warte ich aber auf euch. Oh, da? Oh, hier liegen schon Leichen. Ah. Ist er da? Nein. Lass die Jungs das mal machen. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr lang seid. Da, Moment. Menge Leichen. Wie ist das denn da hingekommen? Da, Achtung! Ist das denn wer? Schießt! Oh! Ja. Oh! Wusstest du das etwa schon, Floki? Nein! Lass uns das mal machen, lass die Jungs das mal machen. Naja. Jetzt soll ich mal vorlaufen lassen können. Haben sie trotzdem gemacht. Sie hätte rechtzeitig mit eingegriffen, aber den Überraschungsmoment, den wollte ich den Bär keiner blutet? Bin ich noch nicht mal kurz abbauen. Da mach ich ja. Bin ich doch dabei. Mitten in der Stadt. Zombie-Bär. Ach. Noch eine Leiche. Noch Zement. Und hör damit. Sack Zement. Oh, Lehm. Holz. Ach, ich mag meine Stahlaxt. Noch nicht mal hoch, ne? Nö. Doch. Ja. Oh ne, Tim, du musst dich hinhocken. Du kannst ja als letzter einfach hochspringen oder einen Block bauen, das geht auch. Hab ich doch schon längst. Man kann auch die äußere Treppe nehmen hier hinten, ne? Ja. Oh ja. Da gibt's nochmal eine ganze Treppe. Eine ganze. Oh, was ist denn da oben noch? Bin ich da auch noch was rum oder was? Was ist nur so ein blaues Plastikfass? Ne, ist eine Sporttasche, nicht da oben. Ja, wie kann man hoch? Ja, über die Steine, ja. Dicker Rohbau. Oh, nee. So. Abfahren. Ja, oder man springt hier einfach runter. Weißt du so viel über Mopeds? Kann ich eigentlich schneller fahren als ihr? Und ich das Gefühl, ich hole auf. Ja, wir geben ja auch kein Gas. Damit du aufholen kannst. Wieso hampelst du mit deinen Beinen so auf deinem Moped? Ich hätte dir zur Auswahl eine 6er Stahlschaufel und eine 4er Pumpgun. Also eine 3er Pumpgun. Stahlschaufel nehme ich. Also für dich deine 4er, aber die 6er nehme natürlich ich. Dann würde ich es auch machen. Ich habe noch eine Eisenschaufel. Naja, dann gebe ich dir gleich ich habe hier einen 5er Stahlspeer. Wer wollte den haben? Ich nehme den. Sehr gerne. Hat jetzt wer was angenommen? Nee. Dann nehme ich mal was an, ja? Ja, mach du mal. Dann mache ich. Nee, Nachtaufgabe nicht. Wir schaffen ja noch eine vorher. Hier ist 9 Uhr. Ist ah, locker. 9:33 Uhr, da könnten wir vielleicht. Das NPD nochmal? Nochmal? Achso, waren wir da eben? Ach ja, da waren wir eben. Ne, warte mal, da nehme ich. Vor Quonset. Ja, das nehmen wir mal. Was hatte ich eben noch?